herzlich willkommen zu einer Zeit, wo wir euch zusprechen wollen, Gott hat mehr für dich. Das ist etwas, was wir zutiefst auf dem Herzen haben. Und die Zeit, die wir jetzt miteinander haben, wir begrüßen euch dazu ganz, ganz herzlich. Jawohl, herzlich willkommen. Wir schicken Grüße nach USA, wir schicken Grüße nach Chile, wir schicken Grüße in die Schweiz, nach Österreich. Es kommen ganz viele Zuschriften zu uns aus ganz vielen Ländern mittlerweile, ja? Selbst aus Deutschland. Selbst aus Deutschland. So, und letzte Woche haben wir von dem letzten Livestream mit dem Traum von Armin sehr viele Zuschriften bekommen. Mhm. Einige haben wir weitergeleitet. Man kann mit ihm in Kontakt kommen. Und wir haben auch gelesen, dass es ganz viele Geschwister gibt, die ähnliche Träume oder in die ähnliche Richtung Träume hatten. Und das hat uns erklärt, dass der Herr durch Träume spricht zu seinem Volk, zu seinen Kindern. Und wir waren sehr ermutigt durch diese Rückläufe, die wir bekommen haben. So, heute geht es darum, dass wir die Ausbreitung des Heils in Christus neu annehmen wollen, neu sehen wollen, neu betonen wollen. Und wir haben in dieser Woche eine Gebetszeit gehabt. Und in dieser Gebetszeit haben wir Offenbarung 3 gelesen. Mhm. Und wenn du jetzt mitlesen möchtest, schlag doch mal auf Offenbarung 3. By the way, es ist heute gut, wenn du deine Bibel dabei hast oder eine Bibel-App, weil wir werden ziemlich viel, und einen Stift vielleicht und einen Block, weil wir werden ziemlich viel in der Bibel arbeiten heute. Ja, also... Und es wird super cool. Ich bin jemand, ich schreibe immer mit, ich schreibe immer auf. Ich habe selbst neben meinem Bett einen Block und Stifte liegen. Und der Martin sagt, sag mal, musst du denn überall dein Schreibzeug liegen haben? So, für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass ich Eindrücke, die wir in der Gebetszeit bekommen, aufschreibe. Denn so... im Alltag, es verliert sich. Ich vergesse es dann häufig und denke später drüber nach und denke, ja, Gott hat doch irgendwas betont. Und deswegen, ja, vielleicht ist es ein Tipp für dich, dass du dir die Dinge, wenn du in der Bibel liest, wenn du eine Gebetszeit hast, wenn du Predigten hörst, wenn du im Internet etwas hörst, schreib es dir doch auf. Weil die Dinge werden an Wichtigkeit für unser Leben mehr Raum gewinnen und wir werden davon mehr partizipieren können. So, in der Offenbarung 3, da lesen wir ab Vers 7. Und da geht es darum, dass ein Wort zu dem Engel der Gemeinde von Philadelphia gegeben wird. Und das hat mich so ermutigt. Darüber haben wir gebetet in dieser Gebetszeit. Und wir haben gesagt, das ist so genial. Das ist für uns in unserer Zeit geschrieben. So, wir lesen ab Vers 7. Dieses sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen. Und schließt und niemand wird öffnen. Amen. Das ist ein Wort, was für uns gilt. Das nehme ich ganz oft im Gebet mit und ich proklamiere das. Herr, du hast alles gegeben und du wirst die Türen öffnen, die gut für uns sind, für mich. Du wirst Türen schließen, die einfach für uns oder für unsere Kinder oder für alles, was uns ausmacht, du wirst Türen schließen. Das ist ein Wort, was aus diesem Offenbarung 3 Text kommt. Und dann geht es weiter, Vers 8, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Yes. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Warte mal, das ist genau das, was für uns gelten soll. Ja. Ja, selbst wenn wir nur von unserer eigenen Kraft, von unseren eigenen Möglichkeiten uns als eher schwach ansehen. Ja. Diese Kraft reicht aus, um das Wort des Herrn zu bewahren, ihn nicht zu verleugnen und voranzugehen. Ja? Genau. Den Namen nicht zu verleugnen. Die Kraft, die wir haben, ist ausreichend dafür, um in dieses siegreiche Leben hineinzukommen. Yes. Stimmt's? Das stimmt.
Siehe, also jetzt sind wir bei Vers 9, siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil, Vers 10, weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme... Möchtest du dazu was sagen? Ich glaube, ich rede und du redest heute Abend im Laufe dieser... Das ist aber Predigt. Super stark. Ja, sag deinen Eindruck. Naja, aber guck mal hier. Die Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird... Ja, um alle zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Also alle? Das ist etwas, ja. Wo alle in eine Situation kommen, wo sie eine gewisse Versuchung haben. So, und das ist ja ganz offensichtlich etwas, worauf wir hin zusteuern. Ja. Ne? Ja. Also, und davor will der Herr uns bewahren. Also das ist schon ein ernstes Wort. Yes. Okay, aber ich werde dich jetzt mal... Es geht weiter, Vers 11. Die große Zuversicht für uns. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Es ist also möglich, dass jemand uns den Siegeskranz wegnehmen könnte oder möchte oder versucht. Aber wir haben den Auftrag, halte fest. Halte fest, was du hast, was ich dir gegeben habe. Halte es fest. Ja. Und dann geht es weiter, wer überwindet. Den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen und er wird nie mehr hinausgehen. Halleluja. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott und meinen neuen Namen. So, das ist ein Text, der hat mich total ermutigt. Er hat mich wieder angespornt. Er hat auch zu mir gesprochen über dieses Festhalten, über dieses Überwinden, über dieses Ich komme bald. Hey, ich komme und halte fest, was du hast. Widerstehe der Versuchung. Lass dich nicht mittreiben. Lass dich nicht in Frustration bringen durch das, was du jetzt siehst. Moment. Auch nicht von der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Wir sind die, die zu Überwindern ausgebildet und berufen sind und werden. Ja. Und das ist unsere große Zuversicht. Das hat mich so gesegnet in dieser Gebetszeit. Es hat mich so ermutigt, dass dieses Wort an den Engel der Gemeinde von Philadelphia gegeben wird oder gegeben wurde. Und lass uns jetzt zusammen beten, dass wir das aufrecht halten, dass wir das, dass wir den Herrn erheben. Ja. Er ist der, der die Schlüssel der Hölle und des Hades hat. Und er hat den Tod überwunden, er hat das Grab überwunden. Und er ist für uns, er sitzt zur Rechten der Kraft Gottes, um für uns zu bitten. Auch für dich, wenn du jetzt hier in diesem Treffen bist. Der Herr betet jetzt gerade für dich und deine Situation. Und wir wollen den Namen Jesus erheben. Yes. Herr, wir erheben deinen Namen über dieses Treffen jetzt. Wir erheben deinen Namen über jede Person, die jetzt hier mit uns zusammen ist. Und wir sprechen Ermutigung hinein. Wir sprechen Trost und Zuversicht hinein in die Dinge, die wirklich schwierig im Moment zu bewältigen sind. Herausforderungen, die wirklich groß sind. Herr, wir sprechen hinein, dass wir ermutigt sein werden durch dein Wort, was kommt. Wir werden dich hören, wir werden den Heiligen Geist hören, wir werden hören, wie du zu uns redest. Und Herr, wir proklamieren Gnade, Weisheit, Verständnis, Veränderung, Ermutigung durch dein Wort. Wir preisen und wir ehren dich. Amen. Amen. Herr, und wir loben dich und wir danken dir dafür, dass du hier in dieser Stelle an die Gemeinde zu Philadelphia sagst, es wird eine Zeit kommen, wo eine Versuchung, eine Verführung, irgendetwas, was nach uns greifen will, über den gesamten Erdkreis kommt.
Und du sagst, dass du uns davor bewahren wirst. Und wir bitten dich genau darum, dass du uns Weisheit gibst, uns vor dem zu bewahren, was uns wirklich gefangen nehmen will in die Schlingen des Feindes. Wir beten dafür, dass du uns Weisheit gibst, Klarheit gibst, Warnung gibst, damit wir nicht hineingehen in dieses Ding, was der Feind hier allen Menschen versucht, als Versuchung, als Verführung anzubieten. Herr, leite uns durch deinen Geist. Und ich bete für jeden, der zuschaut, für jeden, der sich einklingt, dass diese übernatürliche Führung und Weisheit von dir kommt. Du sagst, wer Weisheit mangelt, der bitte darum, du wirst sie reichlich geben. Reichlich. Und das ist es, was wir brauchen. Übernatürliche Weisheit von dir. Und damit segne ich jeden Einzelnen, der zuschaut. Und wir sprechen das über uns aus. Und wir wollen sehen, wie du heute auch diesen Gottesdienst nimmst, um uns wirklich wachsen zu lassen in deiner Weisheit und in dem, was du für uns hast. Amen. Jesus name. Amen. 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 Martin, du hast was von dieser Woche? Ich habe was auf dem Herzen, was ich weitergeben möchte, in der Tat. Ja. Und zwar, es kommen immer wieder natürlich Mails an oder auch manchmal ein Gespräch, wo man mit Leuten spricht. Und jetzt, gerade in letzter Zeit, kam verstärkt Folgendes, dass Leute gesagt haben, ich selbst oder meine Kinder werden einfach so attackiert. Mhm. Die machen mehr oder weniger gar nichts. Die sind einfach nur in der Schule oder was. Und auf einmal kommt, ich sag mal, out of the blue, eine heftige Attacke. Attacke, ja. Ja, Mobbing. Verbal. Mobbing, Beschimpfung. Oder auch Übergriffe, Ausgrenzung. Ja, also alle Arten. Mhm. Das erleben manche Leute auch im Berufsleben. Ja. Oder manchmal einfach in ihrem normalen Leben. Sie gehen irgendwo hin, sie steigen aus dem Auto und irgendjemand pöbelt sie an, giftet sie an. Häufig komplett irrational, überzogen, boshaft. Und dann war einfach die Frage, wieso? Wieso ist es so, dass wir gerade als Kinder Gottes so attackiert werden, blöd behandelt werden, also von irgendwelchen Leuten, von der Frau, der Kassiererin oder was weiß ich, von der Arzthelferin oder von irgendjemand einfach angemacht werden, angepöbelt werden, beleidigt werden. Und das ist so, dass das nicht wenige Leute, die Christen sind, erfahren. Mhm. Jetzt konkret ging es darum, dass es Kinder waren, Kinder von Christen, die christlich erzogen werden und die dann einfach von Schule, teilweise von Lehrern, von irgendwelchen Leuten angeblödelt werden, attackiert werden. Da war die Frage, wieso? Wie kann das sein? Wie kann das sein? Wo wir für unsere Kinder beten, wo wir für unsere Kinder stehen, sie mit dem Evangelium großgezogen haben. Ja. Ja. Wie kann das sein? Oder auch sogar bekehrte Kinder. Richtig. Ja. Und dann hat man den Eindruck, ist es erst recht richtig schlimm. Dann gibt es erst recht Stress. Ja. Wie kann das sein? Ja. So, und dann möchte ich dir ein einfaches, aber sehr hilfreiches Bild geben, was dir zeigt, wie das ganze Ding funktioniert. Zum Verstehen. Ja. Mhm. Du musst dir das einfach so vorstellen. Eine Stadt, die von einer feindlichen Armee eingenommen ist, Feindesland ist, Soldaten, alles Mögliche, die Leute sind entsprechend indoktriniert und so weiter. Und auf einmal kommt jemand, noch dazu hell angeleuchtet sozusagen, und geht da durch. Ja. Und jedermann kann sehen, der hat die Uniform an, mit Abzeichen, mit allen möglichen Orden und sonst was, von der gegnerischen Armee. Jeder kann sehen, huch, das ist einer von den anderen, das ist unser Feind. Der bewegt sich einfach hier ganz normal. Der ist jemand, der nicht zu uns gehört. Das ist jemand von den anderen. Ja. Was machen die Leute? Die attackieren den, verbal, vielleicht auch körperlich, die beschimpfen den, die gehen dagegen an. Und exakt das ist es, was im Geist passiert. Wenn du sowas erlebst, bist du einfach ein Soldat, der, stell dir es vor, die Uniform des Herrn anhat. Ja. Oder der das in, Licht. In Licht gekleidet den ist. Den Mantel aus Licht. Der den Mantel der Wahrheit an. Ja. Und in der geistlichen Welt, die dämonischen Kräfte, die feindlichen Kräfte, die sehen das. Ja. So, und wenn jetzt irgendwelche Leute dämonisiert sind, ich sage nicht besessen, die gibt es auch noch, aber vom Feind beeinflusst sind, und da kommt jetzt jemand so als Krieger des Lichts daher, der wird angepöbelt, der wird angemacht, der wird attackiert. Ja. Das ist das Normalste von der Welt. Wir müssen einfach verstehen, dass wir in der geistlichen, im geistlichen Bereich, in der geistlichen Dimension nicht unsichtbar sind. Und im nicht Gegenteil. Niemand sind. Jawohl. Ja. So, wenn du als Beter vorwärts gehst,
Der Feind hat dich schon lang lokalisiert, der weiß, was los ist. Mhm. Und so wie du dich irgendwo bewegst, sind da Leute, die er steuert oder sowas oder manipuliert, die dann entsprechend aggressiv reagieren. Ja. So, und dann ist die große Frage, wie kann man davon runterkommen? Wie kann ich dieses Problem entsprechend irgendwie minimieren, sage ich mal? Mhm. Ich denke, ausrotten wird man das nicht ganz. Ja, weil es ist einfach diese Kampfsituation im Geist. Ja. Es ist Kampf. Ja, und der Feind attackiert einen. Das gehört einfach dazu. Ne? Wie wir ihn ja auch attackieren. Allein durch unsere Anwesenheit, allein durch unser Lichtsein sind wir eine Provokation für die Finsternis. Ja. So. Warte mal, aber auch nicht nur erst dann, wenn wir für den Herrn etwas tun. Es gibt so ein bisschen immer diesen Spruch, ja, immer wenn ich für den Herrn etwas tue, dann attackiert mich der Feind. Also ich glaube, das ist schon manchmal so, aber ich glaube, der Feind attackiert uns immer. Er attackiert alle Menschen, weil er die einen möchte er auf seine Seite ziehen und die anderen hat er gegen sich und wird sie immer attackieren und angreifen. Ja. Deswegen sagen wir wollen das Volk Gottes trainieren, in diesen Dingen stark zu werden und fokussiert zu sein auf den Herrn, wo er geht, wo er sich bewegt, ganz dicht in seinem Licht zu laufen und eben dann... Genau. Und da fällt mir gerade ein, hier gar nicht weit von uns weg, war eine Gruppe Christen, die sind so im Gebet vorwärts gegangen, haben also kämpferisch gebetet und dann haben sie Stress gekriegt und dann haben sie beschlossen, nein, das machen wir nicht mehr. Wir ziehen uns zurück, ich sag mal, wir schauen nur noch auf den Herrn und überlassen das Kampffeld, also dem Feind. Und dann sind sie aus der ganzen Aktion draußen. Ja. Wenn wir den Feind nicht attackieren, lässt er uns auch in Ruhe. Das ist ein absoluter Irrglaube. Ja, wenn du das Kampffeld freiwillig aufgibst, nimmt der Feind es sofort ein. Ja. Und bedrängt dich dann in noch engeren Bereich. Wir müssen wirklich sehen, dass wir den Kampf, in den der Herr uns gestellt hat, dass wir den kämpfen, den Lauf, in den wir gestellt sind, dass wir den laufen. Wir können nicht sagen, oh ja, der Herr sagt zwar, ich habe einen Lauf zu laufen, aber ich bleibe hier lieber auf dem Sofa sitzen, lass die anderen laufen und denken, dass wir dann also super gut den Applaus vom Herrn haben. Mhm. Ja, und dass er happy clappy ist mit unserem Sitzen. Das funktioniert nicht. Nee, wir haben aktiv zu sein in unserem Glaubensleben. Ja, stimmt? Das stimmt. Und das ist dieses von dem Text auch vorhin. Halte fest, was du hast. Ja. Dass niemand deinen Preis, deine Siegeskrone, den ersten Platz auf dem Treppchen, den wollen wir alle haben. Ja, aber das Interessante ist, der kann dir geraubt werden. Du kannst den verlieren. Ich meine, du kannst... Wenn man ganz blöd ist, kann man auch das Heil verlieren. Also das ist eine ernste Botschaft, ja. Wenn man nicht aufpasst und wenn man einfach dem Feind immer mehr Raum gibt und so weiter. Dieser schöne Spruch, ja, den wir manchmal bringen, den wir vom Pastor gehört haben, der hat gesagt, wenn du nicht gegen den Teufel kämpfst, läufst du irgendwann mit ihm. Ja. Und das ist eigentlich, wenn man sich so mal ein bisschen umschaut, auch in der Kirchengeschichte und so weiter überhaupt, das ist die blanke Wahrheit. Aber jetzt zu der Frage, was kann man dagegen tun? Ja, ja, weil nämlich, wie gesagt, viele von uns einfach in dieser Situation stecken. Ich meine, wir hatten das auch mit den Kids und so weiter. Ja, auch unsere Kinder. Also wirklich. Ja, das stimmt. Oh my goodness, da gab es teilweise heftige, heftige Sachen. Ja, das stimmt. Und wie gesagt, du bist in der Regel ja nicht vorbereitet. Du gehst irgendwo, machst dein Ding auf einmal out of the blue. Ich hatte die Woche auch einen. Aber sowas von scharf gleich. Und du denkst, Hilfe, also ehrlich. Okay, zunächst mal, du musst dir bewusst sein, dass du in diesem Kampf stehst. Du musst dir bewusst sein, dass du wie eingehüllt bist in Licht. Du musst dir bewusst sein, dass du eine Provokation für die Finsternis bist. Ja. Du musst dir bewusst sein, dass deine blanke Anwesenheit, dein Sein schon etwas ist, was die feindlichen Kräfte provoziert. Hochbringt. Ja. Ja, hochbringt. Ja. So, also das ist ja schon mal wichtig. Ja. Ne? So, dann, nächster Punkt ist, wenn du dir das bewusst bist, rechne mit dieser Art von Dingen. Rechne damit, dass da irgendwelches Geblödel von irgendwelchen dämonisierten Leuten oder sowas kommt, ja, den der Feind jetzt mal eingibt, besonders doof zu sein. Rechne damit, dass sowas kommen kann. Und das Dritte und Wichtigste ist, bete im Vorfeld, dass du geschützt bist. Bete für deine Kinder. Sprich es wirklich gezielt aus, dass sie vor derartigen Attacken und Angriffen geschützt sind. Es ist keine Rarität, nichts irgendwas Verrücktes, es ist nichts falsch bei dir, sonst ist es einfach geistliches Leben. Ja. Ne? Bete darüber und vor allen Dingen in der Situation.
Bete für Weisheit, bete, dass dein Herz fest bleibt, bete dafür, dass dich dieses Ding nicht verletzt oder attackiert, sondern einfach sofort im Geist Schutzmantel. Guck mal, wir haben im Geist das Schutzschild. Ja. Das Schild des Glaubens. Den Helm, die Waffenrüstung. Ja, aber der Schild ist eben dazu da, diese Dinge einfach zack, zurück. Genau, der Helm, das darf dich gar nicht erst treffen. Ja. Du musst gewappnet sein dafür. Das stimmt. Okay, auf unserer Webseite haben wir unter Gebet was ziemlich Cooles. Da ist eine Seite, die heißt, was dir wirklich hilft. Genau. Diese Seite haben wir schon lange. Ja. Und da haben wirklich schon zahlreiche Menschen echt etwas gefunden, was ihnen wirklich geholfen hat. Mhm. Da sind einfach Proklamationen, Dinge, Wahrheiten, wie man, über deine Identität beispielsweise. Wie man beten könnte. Ja, und eben auch ein Gebet für Schutz, ein tägliches Gebet für Schutz. Einfach, was du nimmst und für dich nimmst, nur als Anregung. Du kannst das natürlich machen, wie du willst, aber als Anregung, wie sowas funktioniert. Eine Proklamation, die man ausspricht, und das, was wir aussprechen, hat Kraft. Ja. Das Wort verändert die Atmosphäre. Und was ich auch noch immer auf dem Herzen hatte, ist, dass wir unsere Kinder stark machen, dass wir ihnen Mut zusprechen, dass wir ihnen Hoffnung und Zuversicht vermitteln, dass sie in der Frustration nicht hängen bleiben, sondern dass wir sagen, wie ich bete für dich, der Herr geht mit dir, Engel sind an deiner Seite, und dass wir ihnen wirklich da auch ermutigende Hilfe sind. Ja, sie müssen auch genauso wissen, dass sie in sie so einem lernen, Kampf stehen. Genau, und sie vor müssen allen Dingen, lernen. Dass sie nicht verkehrt sind, wenn irgendjemand sie anblödelt. Genau, das stimmt. Sondern dass sie im Grunde genommen wissen, es ist eigentlich alles ganz normal. Genau. Ja, ich habe hier Stress. Eigentlich ist es ganz normal, gehört dazu, part of the package. Mhm. So, wenn du Christ bist, wiedergeboren bist und das vermeiden willst grundsätzlich, dass ich will mit dem nichts zu tun haben, ich will friedlich vor mich hinleben, ich sage dir eins, dann hast du ein Problem. Wahrscheinlich. Dann wirst du, ein richtiges Problem, weil das ist etwas, was uns nicht verheißen ist. Ja. Was wir, wenn wir die Bibel anschauen, wenn wir die Situation anschauen, vor allem im Neuen Testament, das wird nicht funktionieren. Ja? Beispielsweise Paulus. Ja, der schreibt ja mehrfach über seine Katastrophen, durch die er durch ist. Ja, Schiffbruch und ausgepeitscht und gesteinigt und liegen gelassen und was nicht verleumdet und alles Mögliche. Und weißt du was? Der bringt das wie so ein Empfehlungsschreiben. Der sagt, wie Abzeichen, ja? Ja. Genau. Ja, der sagt, guck mal hier, nur dass ihr wisst, ich bin ein alter Haudegen. Nur dass ihr mal wisst, das habe ich durch. Ne? Also bevor wir hier weiterreden, da bin ich durch. Das ist tatsächlich wie so Orden, wie so dieser Abzeichen. Ja? Also ich denke mir, der Paulus, der hatte so richtig so einen Mantel, wo das... Ja, genau. Und der bringt das, ich will nicht mit Stolz, sondern einfach mit dem Bewusstsein, ich bin durch Kämpfe durch. Ich bin ein kampferprobter Soldat des Herrn. Ja. So, und das ist im Grunde genommen das, wie wir das nehmen müssen. Ich will nicht sagen sportlich, aber einfach in dem Bewusstsein. Ja, mit dem Siegeskranz schon. Ja, es gibt diesen Kampf und es gibt was zu erringen. Und im Grunde genommen geht es heute auch darum. Eigentlich ist das genau unser Thema, worum es heute geht. Wir müssen dranbleiben, wir müssen das erringen, was der Herr für uns hat. Amen. Amen? Yes. Sehr gut. Sehr gut. Du bist dran. Oh. Er ist immer so praktisch dann, ne? Ja, ich bin dran. Ich will mal ganz am Beginn nochmal zu den Leuten sprechen oder sagen, die immer wieder im Chat oder in den Mails mich anschreiben und sagen, Frauen sollten nicht predigen, Frauen dürfen gar nicht predigen und das Weibschweige in der Gemeinde und so. Ich habe zwei Punkte, die ich euch da ans Herz legen möchte. Das eine ist, der Herr hat mich berufen, dass ich diesen Auftrag, das, was ich tue, wahrnehme. Und dem Herrn bin ich rechenschaftspflichtig. Das ist so ein schönes deutsches Wort, rechenschaftspflichtig. Heißt, wenn ich bei Gott dann dermaleins sein werde, wird er mich fragen. Er wird schauen, welche Dinge ich mitbringe. Das ist ja dieses, was du auch in 1. Korinther 3, Vers 11 bis, 16, 17 lesen kannst. Und die Dinge, die ich dann mitbringe zu ihm,
Ich will es mal ein bisschen provokativ sagen, wenn er sein Streichholz rausholt und es an diese Dinge legt, die ich dann dabei habe, die ich errungen habe, wo ich treu war, wo ich seine Aufträge erfüllt habe, wenn er dann sein Streichholz dran legt, dann möchte ich nicht, dass es Stroh ist, was verbrennt, sondern ich möchte, dass diese Dinge geläuterte Dinge sind, dass sie Menschen geholfen haben, dass sie Menschen ermutigt haben, dass sie Menschen trainiert haben, dass das Wort Gottes ausgebreitet wurde, dass das Botschaft des, die Botschaft des Heils angekommen ist. Das ist das eine, was mir wichtig ist, wenn ich hier stehe und euch das Wort austeile. Das zweite ist, dem Evangelist, den ich sehr schätze, den ich auch persönlich kannte. Wir haben lange Jahre mit ihm zusammengearbeitet. Das ist der Reinhard Bonke gewesen. Ihm hat man auch diese Frage vorgelegt. Sag mal, wie ist das denn mit den Frauen, wenn die Frauen predigen? Und dann hat Reinhard Bonke gesagt, ach, wisst ihr, es ist doch eigentlich ganz einfach. Wenn jemand am Ertrinken ist, dann ist es ihm wahrscheinlich egal, ob ihm der Rettungsring von einer Frau oder einem Mann zugeworfen wird. Hauptsache, er wird gerettet. So, das sind so die beiden Punkte für die Leute, denen das wirklich ein Anliegen ist und die auch mich deshalb immer wieder anregen, schreiben, wie auch immer. Und schaut's mit Gnade an und ja. Das ist das, was ich am Anfang gerne sagen möchte. Aber heute, das habt ihr vielleicht in der Ankündigung auch gelesen, geht es tatsächlich um eine Frau. Und ich möchte euch da wirklich etwas mitgeben, dass wir lernen können. Ach ja, der Martin hält mir gerade, gib mir mal gerade, der Martin hält mir gerade ein Buch hin. Das hat mich auch sehr gesegnet, das haben wir im Shop. Da geht es um die Frage, dürfen Frauen in der Gemeinde predigen? Das heißt, Gottes Geschenk Frau. Also wenn du eine Frau bist und das öfters zu hören bekommst oder wenn du ein Mann bist, der sagt, das muss ich mir mal überlegen und mal lesen, das ist von Horst Krüger und das ist ein sehr mutmachendes Buch. So, aber wie gesagt, heute geht es um eine Frau, mit euch nachdenken möchte. Und das kam daher, dass der Herr mit mir vor 2 Wochen immer wieder über einen Satz gesprochen hat. Und der Satz hieß, geboren für eine Zeit wie diese. Ha! Sicher kennen viele von euch diesen Satz und ihr habt das bestimmt schon in Predigten gehört. Und das ist so, dass sich manchmal Sätze oder Bibelverse so ganz besonders einprägen. Wir sind vielleicht in einer besonderen Zeitphase, wir sind in einer Predigt, die besonders zu uns spricht oder wir haben es gehört oder jemand hat es uns als Ermutigung zugesprochen. Und genauso habe ich diesen genialen Satz immer verstanden. Geboren für eine Zeit wie diese. Und jedes Mal, wenn ich diesen Satz gehört habe, dann erfüllte mich das so richtig mit, ach, ja, ich bin geboren für eine Zeit wie diese. Ich werde für den Herrn arbeiten. Ich werde für ihn ringen. Ich werde für ihn stehen. Denn schließlich bin ich ja gewollt von ihm für eine Zeit wie diese. Und ich war wirklich davon stark beeindruckt und dass ich also wirklich von diesen rosigen Zeiten so beeinträchtigt gewesen bin, dass ich diesen Satz so richtig klasse fand. So ein wohliges Gefühl, so alles okay. Aber jetzt auf einmal in dieser Zeit, in der wir jetzt stehen, nach diesen 7, 8 Monaten in diesem Corona-Lockdown, in diesen Abläufen, in diesen Maßnahmen, in diesen ganzen Dingen, hat der Herr vor 14 Tagen mir diesen Satz wieder auf den Schreibtisch gelegt quasi und mich daran erinnert. Quasi so wie, bist du immer noch der Meinung,
dass es dir total gut geht mit diesem Satz, dass ich zu dir gesagt habe, geboren für eine Zeit wie diese. Auf einmal fühlte sich das gar nicht mehr so wohlig an und so, ich war gar nicht mehr so positiv darüber am Anfang. Und dann kam es auch noch dazu, dass diese zweite schmerzhafte Wehe, in die wir ja jetzt eingetreten sind, dazu kam und jemand hat zu mir gesagt, eine junge Frau hat zu mir gesagt, warum musste ich ausgerechnet in dieser bekloppten Zeit auf die Welt kommen? Warum muss ich zu diesem Zeitpunkt leben? So, und daher beschäftigte mich tatsächlich dieser Satz. Denn das, was wir jetzt auch sehen und das, was du jetzt erlebst in deinem Umfeld, in deinem Beruf, in deinem Job, egal wo du drangestellt bist, das ist diese Bedrückung, die jetzt auf einmal wieder zugenommen hat. Auf einmal ändert sich die, die Atmosphäre auch in der Gesellschaft, die Atmosphäre unter den Menschen. Der Ton ist wieder viel rauer geworden. Und es wird wieder heftiger an den Bandagen gezerrt als vorher. Und noch nie in der Geschichte hatten so wenige Menschen so viel Macht in den Händen wie jetzt. Und ich denke, ein Zyklus kommt zu Ende und wir treten in einen neuen Zyklus ein. Ich denke, es wird wirtschaftlich, kulturell, gesellschaftlich, sozial, in allen diesen Dingen wird dieser Wandel weiter vorangetrieben und unser Leben wird generell verändert werden. Als ich darüber nachgedacht habe, da sprach der Herr diesen Satz hinein, geboren für eine Zeit wie diese. Ganz offen wird ja jetzt über Krisenbewältigung gesprochen, über die neuen Maßnahmen, über viele Dinge, die so nicht mehr möglich sind, wie sie auch jetzt in den letzten Wochen möglich war. Und für einige unter uns, die jetzt hier auch im Treffen teilnehmen, haben sich auch viele Dinge wieder ganz neu, wurden wieder auf den Prüfstand gestellt. Zum Beispiel Projekte, die gut angelaufen waren, sind vollkommen stagniert und es gibt keine große Aussicht, wie sie weitergehen könnten. Ausbildung. Wir haben gehört von Menschen, die uns geschrieben haben, ihre Söhne, Töchter haben gute Abschlüsse, Bachelorabschlüsse gemacht, aber sie können nicht in einen Job finden, weil es so stark blockiert ist. Oder gesundheitliche Schäden. Durch Nichtbehandlungen, die nicht möglich waren, sind jetzt krasser geworden als vorher. Oder das Gemeindeleben ist radikal angepasst worden. Man kann nicht mehr einfach so in die Gemeinde gehen. Man kann nicht einfach mehr so in den sozialen Beziehungen miteinander umgehen. Und Beziehungen sind tatsächlich auch das schmerzhafteste Thema in diesem Ganzen. Nämlich, sie sind richtig mit Spaltungen versehen. Und ich habe gedacht, Spaltung, das war schon immer dieses Thema, was mächtige Leute, Staatenlenker, wirklich genutzt haben, damit ihre Macht sich festigt. Spaltung ist immer mit Macht verbunden. Und so herrscht so eine Atmosphäre von Unsicherheit. Wie geht das weiter? Wie geht es in 2 Wochen weiter, in 4 Wochen? Wie geht es mit Weihnachten weiter? Wie kommen wir ins neue Jahr? Die Aussichten jetzt werden irgendwie so wahrgenommen mit einer ganz großen Unsicherheit, mit einer ganz großen Frustration und mit einer ganz großen, mit einem ganz großen Fragezeichen. Und wieder möchte ich dir jetzt, wenn du in so einer beschriebenen Situation bist, jetzt auch diese Frage stellen. Glaubst du, dass du geboren bist für eine Zeit wie diese? Glaubst du das? Heute, mitten in diesen Krisenmonaten, du und ich,
Wir sind geboren in einen Plan. Und das möchte ich dir wirklich heute durch diese Botschaft jetzt vermitteln, dass du nicht irgendwie frei fliegend da durch die Gegend saust und denkst, oh, wäre ich doch nur nicht heute am Leben, wäre ich doch lieber vor 50 Jahren gestorben oder irgendwie sowas. Sondern ich möchte dir zusprechen, dass du mit einer Absicht Gottes zu dem Jetzt-Zeitpunkt hier auf der Welt in genau dem bist, wo du jetzt stehst. Er hat einen Plan und er traut dir und mir zu, dass wir diesen Plan, den er mit uns hat, diese Berufung, die er auf unser Leben gelegt hat, wie auch immer, wie unterschiedlich die auch immer aussieht, aber er traut uns zu, dass wir darin stehen können, dass wir in diesen Kampf eintreten können, dass wir wirklich diesen Siegeskranz erringen werden. Es heißt, halte fest. Und ich glaube, dass der Herr darauf setzt, dass du und ich, dass wir inmitten dieser ganzen Auseinandersetzungen wirklich hineingestellt sind. Mit einer Absicht, mit etwas, was er vor Grundlegung der Welt sich vorgenommen hat. Du bist geboren für eine Zeit wie diese. Und wir werden das sehen jetzt in dem Ablauf, den wir betrachten wollen. Wenn du gerade keine Aussichten hast, wenn du am Ende bist, wenn du keinen Plan hast, wenn dich Erschütterungen beunruhigen, dann verlass dich drauf. Gott wird dir seinen Plan mitteilen und er wird dir eine Hoffnung und eine Zuversicht in dein Herz hineinsprechen. Ich will dich einladen, mit mir jetzt auch solch einen Punkt im Leben von dem Gottesvolk Israel anzuschauen. Israel, dieses Volk, dieses Gottesvolk mit der besonderen Berufung, mit dem, wo der Herr sagt, das ist mein Augapfel, dieses Volk, was von ihm eine wirklich geniale Geschichte hat und wo er wirklich mit diesem Volk durch viele, viele Dinge durchging. Und da waren auch diese Ausrottungspläne, da waren diese Denunzierungen, da waren diese Dinge, dieses Volk wirklich auszulöschen. Lass uns jetzt, um diese Botschaft zu verfolgen, lass uns aufschlagen das Buch Esther. Also uns hat schon jemand vorher angeschrieben, weil das aus diesem Text ja hervorging, geboren für eine Zeit wie diese. Und ich möchte mit euch kurz das Buch Esther anschauen. So ein geniales Buch und es spricht genau von der Situation, in der wir derzeit sind. Und es wird dir nicht schwerfallen, die Situationen, die in dem Buch Esther beschrieben werden, auf Szenen in unserer Jetztzeit zu übertragen. Es sind eigentlich nur ganz wenig Personen, die Hauptrollen besetzt haben. Und das ist für mich das Faszinierende an diesem Buch. In allem, durch dieses ganze Esther-Buch hindurch, leuchtet dieses Orientierungslicht Gottes hindurch. Das ist der rote Faden. Er ist hinter dem allen. Du siehst quasi seine Hand, wie seine Hand auf der Geschichte dieses Volkes, auf der Geschichte dieser Personen liegt, der Bösen und der Guten. Seine Hand leitet diese Geschichte. Es ist von seiner Vorsorge die Rede, von seiner Versorgung für sein Volk, von seinem Plan, von seinem Eingreifen, seiner Gunst, seiner ganzen Versorgung für sein Volk und wie der Plan sich vor unseren Augen entwickelt. Und ich sag dir, wenn du dieses Buch liest und im Hinterkopf die Zeit, in der wir jetzt sind, mit diesem ganzen Lockdown, mit diesen ganzen Maßnahmen, mit diesen ganzen Sachen, wenn du das im Hinterkopf behältst, du denkst, es ist das Buch, was geschrieben ist für diese Zeit. Und wenn du auch denkst, dass deine Situation völlig aussichtslos ist, wenn du wirklich unglücklich bist über das, was dir jetzt quasi weggenommen wird anscheinend, oder wenn Dinge nicht mehr so sind, wie sie noch vielleicht vor 2, 3 Wochen möglich waren, geschweige denn vor 8 Monaten, dann möchte ich dir sagen, Gott
hält auch dein Leben, mein Leben, unser Leben, er hält es in seinen Händen. Und er hat den Plan nicht verloren. Er hat nicht seinen Plan versiebt oder hat sich den Plan nicht gerade mal anders überlegt für dich. Oder der Plan ist nicht auffindbar oder was du dir auch immer denken magst. Der Herr hat seinen Plan mit dir nicht abgebrochen, sondern er ist dabei, diesen Plan systematisch Schritt für Schritt in deinem Leben zu vollenden. Er gibt dich niemals auf und er wird dich nicht verpassen, er wird dich nicht versäumen und er arbeitet wirklich hinter den Kulissen, wenn du mit ihm zusammenläufst. Ich möchte dir wie immer empfehlen, dieses Buch in deinen Bibelleseplan einzubauen oder ich habe gelesen, um das Buch Esther so Bibelleseplanmäßig zu lesen, dauert etwa 3 Tage, wenn du immer so ein Stückchen liest und es ist eine geniale Story, die uns da berichtet wird. Für mich ist es wirklich ein Ansporn gewesen, wieder neu in eine Wahrhaftigkeit, in einen Veränderungsprozess, in eine Ernsthaftigkeit, in eine Sichtweise für Gottes Pläne, für sein Reich zu kommen. Es ist eins der beiden Bücher, die nach einer Frau benannt ist. Das andere Buch ist das Buch Ruth. Und das Esther-Buch ist das erste greifbare Zeugnis dafür, dass Juden ohne besondere Gründe grundsätzlich verfolgt werden. Es ist einfach deshalb, weil es ein besonderes Volk ist. Ich glaube, es ist das, was der Martin am Anfang gesagt hatte, auch in diesem Bezug mit dem Mobbing. Das Volk Israel hat eine besondere Gnade in Gottes Augen. Das Volk Israel ist wirklich ein Volk, was von Gott beschützt wird, was seine Hand erlebt, was sein Wort hat. Und dass es das Volk heute überhaupt noch gibt, das ist Gnade Gottes pur. Und sie sind dieses erwählte Volk Gottes. Und das ist für den Feind grundsätzlich immer eine Attacke wert. Das Buch Esther wurde aufgeschrieben, um aufzuzeigen, wie Gott durch den Mut dieser Königin Esther das jüdische Volk schützt und vor der Vernichtung und vollständigen Ausrottung bewahrt hat. Es begründet das Purimfest. Das wird bis heute gefeiert und an den Purim-Tagen, an diesen Festtagen, wird dieses Buch Esther bis heute in den jüdischen Familien gelesen. So, ein Kommentator hat dazu geschrieben, in der ganzen Bibel gibt es kein größeres Beispiel dafür, wie Gott seinen Arm bewegt, um das jüdische Volk trotz des ganzen dämonisch wirkenden Hasses seiner Feinde zu bewahren. Und dazu möchte ich dir jetzt diese Karikatur zeigen, die mir vor einigen Jahren von der Arbeit in Jerusalem von Nachrichten aus, oder Israel heute heißt es, erlaubt wurde es zu benutzen. Das ist eine sehr markante Karikatur. Ihr seht da drauf ein langes Seil, also ihr kennt ja alle Tauziehen und auf der einen Seite seht ihr verschiedene Leute, die kräftig ziehen und das sollen so die Nationen darstellen. Und auf der anderen Seite seht ihr einen jüdischen Mann und was wir hier sehen ist symptomatisch. Früher, ganz früher, heute, immer wird es so sein, dass viele Nationen um Israel ringen und um Jerusalem. Und oft hat es den Anschein, dass die Juden ganz alleine dastehen und dass es ihnen niemals gelingen wird, gegen diese Übermacht anzukommen. Immer geht es bis zuletzt und immer um Kleinmachen, um Wenige, um Ausrotten, um Jagen, um Besiegen und natürlich Jerusalem zu besitzen. Ausweglose Situation? Nein, 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 würde ich sagen. Gottes Plan und seine Versorgung sind immer noch da. Und jetzt zeige ich dir das zweite Bild, was eigentlich zu dieser Karikatur gehört. Und das ist der Finger Gottes, die Hand Gottes, die hinter diesem jüdischen Mann
den Finger drauf hat. Seine Kraft, sein Arm ist dabei. Und das ist meine große Hoffnung von dieser Karikatur. Ich bin so begeistert immer darüber, wenn ich das sehe. Das ist das, was in deinem und meinem Leben genau der Fall ist. Wenn du denkst, die Übermacht, das, was mir gegenübersteht, das, was ich jetzt gerade sehe, es ist unvorstellbar stärker als ich, dann musst du dich hier an diese Karikatur erinnern. Denn hinter dir ist dieser Finger Gottes, hinter dir ist diese Hand Gottes, über dir ist diese Hand Gottes, die dein Leben bewahrt. Auch in der Jetztzeit. Denk nicht, das ist ja nur früher oder das ist ja Israel oder irgendwas, sondern Gottes Hand, seine Hand ist über deinem und meinem Leben. Und sein Finger, seine Hand macht den Unterschied. Und das werden wir gleich auch im Buch Esther wahrnehmen. Die Grundbotschaft von dem Buch Esther ist die, dass Gott an dem Weltgeschehen beteiligt ist. Und das ist auch etwas, was wir uns jetzt ganz doll vor Augen halten müssen. Gott ist an dem Weltgeschehen beteiligt. Er schläft nicht, er ist nicht ausgegrenzt. Wir denken, wenn wir die Nachrichten hören, wenn wir die Dinge erleben, wenn wir diese Machtbestrebungen sehen, dann denken wir, oh, Gott ist irgendwo, aber ganz bestimmt nicht hier. Das ist ein Irrglaube. Gott ist am Weltgeschehen beteiligt, um sein Volk vor dem Bösen zu bewahren und zu schützen. Und er wird dich und mich durchbringen, auch durch diese Zeit. Du bist geboren für eine Zeit wie diese. Du bist eingebettet in den Plan Gottes für dein Leben. Er hat etwas mit dir vor. Er möchte dich wirklich dahin bringen, dass du deine Berufung, deine Aufgabe, deinen Auftrag wahrnimmst für ihn. Das Buch Esther, das hat so viele Parallelen zu unserer heutigen Zeit und es ist so ein Hoffnungsmacher. Und es ist ein Buch von Weisheit, Engagement, von alles oder nichts. Ein Buch, wo jemand aufsteht gegen ein boshaftes System. Und das kann uns heute helfen, unser Vertrauen ganz neu auf den Herrn zu setzen. Es ist aufgeschrieben für uns, für dich und mich, um uns zu ermutigen, dass wir uns immer stärker und enger an den Herrn halten und dass wir unsere Beziehung zu Gott wirklich intensivieren. Schau mal, Martin und ich haben einen Ermutigungsdienst, ja. Aber Ermutigung darf nicht darin stecken bleiben, nur einen Wohlfühlgedanken zu haben. Oder, ach, das war heute auch wieder so nett und so nette Worte. Das darf es nicht sein. Sondern es muss zur Veränderung deines Lebens kommen. Die Veränderung, dass deine Beziehung zum Herrn wieder dichter wird. Es muss dazu führen, dass du etwas veränderst in deinem täglichen Leben, in deinem Bibellesen. Es muss eine Auswirkung haben. Wir wollen nicht nur dir irgendwie so einen Zuckerguss verpassen und dass es dir dann irgendwie vom Gefühl her wieder besser geht. Zurück zum Buch Esther. Ihr wisst bestimmt aus vielen Predigten, dass Esther den Namen eigentlich Hadassah trägt und ihr Name Esther aus dem Persischen heißt Stern. Hadassah heißt so viel wie Myrte. Das Buch Esther berichtet von einer Zeit ungefähr 478 vor Christus, denn da wurde Esther Königin in Persien. Der König Ahasveros oder Xerxes, wie er auch genannt wird, regiert ein sehr, sehr mächtiges Reich. Und wenn du am Anfang das Buch Esther liest, also da habe ich ja auch wirklich ein bisschen geschmunzelt, dass Gott so einen Wert darauf legt, wirklich diese Dinge so zu beschreiben. Das ist so witzig eigentlich, denn da wird geschrieben von diesen 180 Tagen, wo der Xerxes seinen königlichen Prunk zur Schau stellt. 180 Tage königliches Gelage.
und er hat alle majestätischen Größen eingeladen und er feiert in der Burg Susa mit allen seinen Fürsten, mit den Dienern, dem ganzen Heer von Persien und Medien, den Vornehmen, den Fürsten von den Provinzen und alle waren geladen. Die Bibel beschreibt hier jedes Detail vom Mosaikfußboden bis zum Tischtuch aus feinstem Leinen, von den goldenen Schalen und dem königlichen Wein und von dem unerschöpflichen Überfluss dieses Trinkgelages. Es heißt sogar, man musste gar nicht um Wein oder sowas bitten, sondern das war immer, da kamen immer die Diener und haben immer nachgeschüttet, nachgeschüttet, nachgeschüttet. Und das war der königliche Wein. Es war nicht irgendwie eine mindere Ware, sondern es war wirklich vom Besten. So, auch die Königin Vashti, die vorher Königin war, hat ein Festgelage gefeiert. Und in diesem Gelage von dem König Xerxes heißt es, dass er die Königin Vashti befohlen hat, zu kommen. Und die verweigert das und fällt damit in Ungnade. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich auch von den früheren Predigten. Sie wird verstoßen und eine neue Königin muss her. Und das ist dann der Augenblick, wo Esther zur Königin gewählt wird und sie ist eigentlich jüdischer Abstammung, aber ihr Vormund, ihr Verwandter, bei dem sie nach dem Tod ihrer Eltern aufwächst, der hat ihr gesagt, ey, halt mal den Namen ein bisschen Ducks und rede mal nicht erst so viel von deiner Abstammung, aber das wird später sich verändern. Der Vormund von ihr, der Mordechai, der ist auch oft in ihrer Nähe, er hält sich oft an dem Tor auf, was zu der Burg Susa gehört. Und er hört eines Tages von einem Komplott gegen den König von zwei Mundschenks. Und dieses Hören eines Komplotts wird später zu einem Schlüsselerlebnis. Esther selbst findet Gunst beim König und er ist ihr sehr zugeneigt. In Esther 2, Vers 17 lesen wir, dass er sie mehr liebte als die anderen Frauen und sie erlangte sein Wohlwollen und seine Gnade. Es wird uns berichtet, dass Mordechai eine innere Überzeugung und Größe hatte, einen Glauben an Gott, der wohl in ihm lebendig sein musste, denn er beugte seine Knie nicht vor Haman, dem Premierminister. So, dieses Nicht-sich-beugen vor einer höher gestellten Persönlichkeit, vor jemand, der eigentlich Machtmensch war und Macht hatte, das war schon echt nicht so ganz ohne. Du kannst lesen in Esther 3, Vers 2, Mordechai aber beugte nie die Knie und warf sich auch nicht nieder. Der hatte Widerstand in sich. Der hat gesagt, nein, ich werde mich nie vor einem Menschen beugen und ich werde mich schon gar nicht vor Haman beugen. Und dann gab es auch noch diese anderen, die Denunzianten. Das ist auch ein Thema, was in unserer Zeit ja nicht fremd ist. Ich glaube nicht, dass du jetzt das erste Mal den Begriff Denunziant hörst. Und auch hier in diesem Buch Esther wird von diesen Denunzianten gesprochen. Nämlich, die Diener des Königs fragten Mordechai jeden Tag, warum er nicht sich niederbeugt und warum er nicht dem Haman huldigt. Jeden Tag. Sie haben ihn also beobachtet. Sie haben genau beobachtet, warum er dieses Gesetz und diese Maßnahme nicht erfüllt. Und er hörte nicht auf sie. Und das bringt sie wirklich in Rage. Und sie griffen zu anderen Mitteln, nämlich, dass sie zur Obrigkeit gehen und die in diesem Fall war das Haman. Und sie denunzieren den Mordechai und sagen, der beugt seine Knie nicht vor dir. So, dieser Haman untersucht die Dinge, wie sie sind und ja, tatsächlich, Mordechai hält sich nicht an die Maßnahmen. Im Gegenteil,
Er ist anti gegen das Gesetz und darüber wurde Haman sehr wütend. Das kannst du lesen in Esther 3, Vers 5. Und dann kommt noch was dazu. Als Haman hört, dass Mordechai Jude ist, da beschließt er in sich, dass es jetzt Zeit ist, alle Juden auszulöschen. Alle Juden müssen weg. Seine Wut und sein Hass kennen keine Grenzen mehr. Und er berichtet dann dem König, der Haman, es gibt da ein Volk. Wisst ihr, dass Denunzieren so anfängt? Es gibt da jemand, der nicht das Gesetz erfüllt. Es gibt da jemand, der macht nicht das, was eigentlich verlangt ist. Und hier spricht der Haman, es gibt da ein Volk, das ist zerstreut und abgesondert von den Völkern in allen Provinzen des Königreiches. Und ihre Gesetze unterscheiden sich von denen jedes anderen Volkes. Die Gesetze des Königs aber befolgen sie nicht. Und es ist unter der Würde des Königs, sie gewähren zu lassen. Und wenn es dem König gefällt, dann wird aufgesetzt, dass man sie ausmerze. Versteht ihr? Hier wird ein Todesbeschluss für das Volk Gottes beschlossen und durchgesetzt. Du kannst das lesen in Esther 3, Vers 8. Haman entdeckt in den Juden etwas Einzigartiges, etwas anderes. Die machen was anderes, die feiern irgendwelche Feste, die beten da zu ihrem Gott und das darf nicht sein. Hierzu muss man sagen, dass dieses Vorhaben, die Juden auszurotten, auszumerzen, zu einem ganz besonders gefährlichen Punkt der Geschichte in dem Volk Gottes gekommen ist. Dieser Punkt, der da erreicht wurde, der war wirklich ein Scheitelpunkt. Das war wirklich an einer ganz schwierigen Stelle. Wir haben dir dazu hier eine Statistik oder eine Timeline mitgebracht. Und ich habe den Martin gebeten, dass er uns ein bisschen das Problem schildern kann, weshalb es in dieser Zeit, in der diese Maßnahme von dem Haman beschlossen wurde, warum es so extrem schwierig für das Volk Gottes wurde. So, was du hier siehst, ist zunächst einmal eine Zeitachse. Unten siehst du das Jahr minus 1000, minus 500 und dann bis zum Jahr 0. Und das ist im Grunde genommen die Geschichte Israels bzw. dann der Juden. Und dieses Diagramm ist von dem Staat Israel herausgegeben. Das ist auch noch größer. Hier ist jetzt nur der Ausschnitt, der für uns relevant ist. Und was du hier siehst, ist die Anzahl. Also die Bevölkerung, die Höhe der Bevölkerung als Diagramm. Da siehst du beispielsweise rechts 4,4 M, das heißt 4,4 Millionen Menschen gab es zu dem Zeitpunkt. Der blaue Punkt, wo es da hoch ist, das war dann mehr, das waren über 4,5 Millionen. Und zu der Zeit gab es eben so viele Israeliten auf dem Globus. Die Farbe blau bedeutet, dass es im Land Israel, im verheißenen Land war. Und dieses orangefarbige, das ist, dass es in anderen Ländern war. Beispielsweise eben in Assyrien und Babylon. So, wenn du jetzt also schaust, dieser Höhepunkt auf der linken Seite, das Blaue, das ist oben, die oberste Spitze, das ist die Zeit, wo König David war, wo König Saul war. Und dann geht es eigentlich relativ rapide bergab über die Jahre, durch die verschiedenen Kriege und so weiter. Und die Bevölkerung geht immer mehr runter. Da waren ja auch Landverluste und alles Mögliche, böse Könige und so weiter. Und das Volk wird immer weniger, 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 bis es dann irgendwann an einen Punkt kommt. Da siehst du unten, da hast du Israel, dann siehst du Israel und Juda, da steht Juda und Assyrien. Und da an dem Anfang gibt es einen kleinen Knick. Und das ist der Fall des sogenannten Nordreiches Israel, wo das von den Assyrern weggeführt wird im Jahr 720 vor Christus. Das ist also, wo das Nordreich weg ist.
Dann geht es mit dem Südreich noch ein bisschen weiter. Der kleine orange Strich ist da sozusagen das Nordreich in der assyrischen Gefangenschaft und unten, das ist dann das Südreich Juda. Und dann gibt es wieder einen Schnitt. Unten siehst du Babylon und das ist die Zerstörung des Tempels, das ist der Fall Jerusalems, das ist das, wo das Südreich, also Juda, in die babylonische Gefangenschaft geführt wird. Und da sterben natürlich ein Haufen von den Juden und dann haben wir insgesamt nur 0,3 M, also 300.000 Menschen, die aus dem Nordreich bzw. dem Südreich Juda, also Israel oder Juda, überhaupt noch am Leben sind auf dem Globus. Ja, und du siehst, dass dieses Blaue unten fast auf Null geht. Das ist das Volk des Südreiches Juda nach dem babylonischen Sieg von Nebukadnezar, wo dann wirklich nur ganz, ganz wenig noch übrig geblieben sind als Menschen, die jetzt dort überhaupt Juden waren. Und das ist ein extremst gefährlicher Zeitpunkt, weil die Bevölkerung Israels oder Judas war niemals weniger. Es war niemals gefährlicher für das Volk Gottes komplett ausgelöscht zu werden. Ja, da waren nur noch etwa 300, höchstens 400.000 Israelis bzw. Juden überhaupt auf der ganzen Welt. Und dann siehst du den Zeitpunkt, wo Esther eintritt, während der persischen Herrschaft, etwa um das Jahr 480, 475 vor unserer Zeitzählung. Und dort zu diesem Zeitpunkt war es leicht, dass tatsächlich aufgrund von irgendeiner verrückten Maßgabe tatsächlich das Volk Gottes ausgelöscht worden wäre. Der Feind hat genau am richtigen Zeitpunkt geplant, einfach das Volk Gottes zu zerstören. Da möchte ich nochmal was sagen dann dazu. Ganz rechts, oben wo die 4,4 stehen, das ist die Zeit Jesu. Ja, eben um das Jahr 1 siehst du unten, wir sagen ja 0, das ist die Zeit Jesu. Und wo es da so abrupt abreißt, das ist die Zerstörung Jerusalems unter Titus im Jahr 70 nach Christus, wo es dann richtig runtergeht. Und also da geht die Geschichte dann weiter. Aber für uns ist eben vor allen Dingen relevant, niemals gab es im Volk Gottes weniger Menschen als zu der Zeit, wo der Feind die Attacke gegen Israel, gegen die Juden gemacht hat und wo der Herr Esther gebraucht hat, um dagegen einzutreten. Okay, wenn es dem König recht ist, wird aufgesetzt, dass man sie ausmerze. So, das sind wirklich schlimmste Worte. Die Vorstellung allein für das Volk Gottes, als sie diesen Plan gehört haben, war entsetzlich. Und deshalb kommt es dazu, dass Mordechai die Gelegenheit nutzt, zu Esther zu gehen und ihr diesen Gesetzesentwurf vorzulegen und ihr zu sagen, hey, du musst etwas tun, du musst dagegen aufstehen. Denn nur, dass sie davon weiß, dass es diesen Plan gibt, davon ist noch lange nichts erreicht. Sondern sie müsste schon zum König gehen und ihn um sein Erbarmen und um seine Gnade bitten. Und genau das war ja der Punkt. Das eben ging nicht. Das war gegen die Regeln, das war gegen die Verordnungen und diese Tür war zu. Und die blieb zu, anscheinend. Es war das Gesetz, das ihr entgegenstand. Ohne gerufen zu werden, kann niemand zum König kommen. Und es war noch nicht mal der Frau an seiner Seite erlaubt, dorthin zu gehen, wenn er sie nicht gerufen hatte. Es sei denn, der König steckt dieses Zepter entgegen und dann, ja dann, darf man am Leben bleiben. Das war jetzt für Esther ein Riesending. Das bedeutete, alles das, was sie kannte, all ihr ganzes Lebensumfeld, dieses Leben im Palast, dieses verpflegt werden, versorgt werden und alle diese ganzen Dinge, die ihr als Königin zustanden, alles, was bisher errungen wurde, auf einmal stand das alles zur Disposition. Auf einmal war eine Situation eingetreten,
die sie sich niemals hätte vorstellen können. Niemand ging ungerufen zum König. Und hier an diesem Punkt, da kommt es zu diesem denkwürdigen Satz, den Mordechai zu Esther sagt. Bilde dir nicht ein, dass du am Leben bleiben könntest, wenn du schweigst. Dann wird von einer anderen Seite Rettung für die Juden kommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese zur Königswürde gelangt bist. Das ist eine Übersetzung aus der Elberfelder Bibel. Manchmal wurde das übersetzt, geboren für eine Zeit wie diese. Bedenke, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese geboren bist. Und das musst du dir vorstellen. Das war ja jetzt der Endpunkt von dem, was sie sich vorstellen konnte. Sie kam an den Punkt, dass sie wusste, wenn ich da reingehe zum König, kann das mein letztes Minütchen auf dieser Erde sein. Alles, was da war, alles, was sie kannte, was sie liebte, was sie auch schätzte, war auf einmal zur Disposition gestellt. Bilde dir nicht ein, dass du am Leben bleiben würdest oder könntest, wenn du schweigst. Hineingesetzt in einen Auftrag, eine Berufung, eine Absicht, die dich nicht willkürlich aus Versehen quasi in eine solche Lage gebracht hat, der du nun schutzlos ausgeliefert wirst. Der rote Faden in dem Buch Esther ist der, dass Gott selbst ja dabei ist. Selbst in dieser Situation, wo anscheinend alles auf den Nullpunkt läuft, wo es im Menschlichen keine Idee, keine Vorstellung und keine Lösung zu geben scheint. Trotzdem ist Gott der Aktive, der Vorsorgende, der Helfende, der Beschützende und er weiß, was passiert. Er ist total im Bild darüber. Ist das herausfordernd? Ja. Ist es schmerzhaft? Ja. Und beschreibt es die Situation, in der manche von uns sind? Ja. Es ist genau diese Position. Für uns heute gilt, mit Christus in uns, an unserer Seite, werden wir uns immer in seinen Plänen bewegen können. Der Heilige Geist in uns wird mit uns sprechen. Er wird zu uns sprechen. Er wird uns Leitung geben. Er wird uns in Weisheit leiten. Er wird den Weg für uns vorbereiten. Und ich habe vorhin gesagt, Gott arbeitet hinter den Kulissen. Das heißt, an verborgenen Plätzen arbeitet er, die für keinen Menschen einsehbar sind. Gott hält Tag und Nacht Ausschau über die, die ihm treu sind, nach denen, die so sind wie du und ich. Lass dich nicht von den Hammern unserer Zeit erschrecken. Wer könnte dich und mich von der Liebe Gottes trennen? Wir sind oft erschrocken über die Dinge, die wir hören und sehen. Wir sind erschrocken über die Dinge, die wir nicht einordnen können, die wir so nicht kennen. Wir haben sie noch nicht so erlebt und wir sind anscheinend diesen Dingen ausgeliefert. Aber wir nehmen uns vor, wir werfen unser Vertrauen nicht weg. Wir halten fest. Wir sind die, die zu Überwindern ausgebildet sind und werden. In Esther 4, Vers 15, da wird uns dann Esthers Entscheidung mitgeteilt. Schau, manchmal müssen wir Entscheidungen für unser Leben treffen, dass wir Dinge, die wir so kannten und erlebt haben, zur Seite legen, weil eine neue Zeit kommt, ein neuer Lebensabschnitt kommt. Und das ist genau das, was auch bei Esther der Fall war. Sie hatte diesen Gesetzesentwurf gelesen und sie hatte darüber nachgedacht und sie hatte Mordechais Worte in den Ohren. Glaub ja nicht, dass du am Leben bleibst, wenn du jetzt schweigst. Ich glaube, dass das für Esther wirklich schwer war. Aber sie sagt in Esther 4, Vers 15, kannst du das lesen, versammelt alle Juden, haltet ein dreitägiges Fasten ohne Essen und Trinken am Tag und in der Nacht. Danach werde ich zum König hineingehen. Und wenn ich umkomme, dann komme ich um.
Also, als ich das gelesen habe, war das für mich wieder eine ganz starke Herausforderung, ein ganz starker Ansporn. Würde ich mich auch so entscheiden? Würde ich das auch so einfach auf den Tisch legen und sagen, na gut, entweder ist der Herr mit mir oder nicht. Entweder komme ich um oder ich bleibe am Leben. Krass, herausfordernd. Und ich glaube, dass Esther das wirklich alles gekostet hat. Und es stand für sie alles auf dem Spiel. Und für manchen von uns steht alles auf dem Spiel. Das kann sein. Wir lesen nämlich nicht, dass es ein prophetisches Wort für sie gab, dass jemand mit ihr gebetet hat, dass jemand Seelsorge mit ihr gemacht hat, irgendwie was aufgebracht hat, was ihr helfen könnte, sondern sie musste alleine entscheiden, was tue ich jetzt? Und sie hatte wirklich, so nehme ich das an, diese Leitung des Heiligen Geistes, diese Fürsprache Gottes für sein Volk, und sie hat sich dafür entschieden. Ich habe zu dieser Stelle einen Kommentar gelesen, einen Bibelkommentar, und der hat geschrieben, Esther war bereit, bei dem Versuch, ihr Volk zu retten, ihr eigenes Leben zu verlieren. Sie wollte das Richtige tun und vertraute Gott alles Weitere an. Der Herr wird diejenigen, die in Zeiten der Verfolgung ihren Mund halten und sich zurückhalten, nur um sich oder ihre Position zu schützen, am Ende nicht ehren. Er wird die ehren, die um seines Wortes willen die Wahrheit sagen, auch wenn es ihnen selbst schadet. Mordechai und Esther waren in diesem Kampf gegen die bösen Mächte bereit zu sterben, wenn es nötig war. Ihre Treue und Gehorsam Gott gegenüber und ihre Leidenschaft für seine Maßstäbe sind für uns außerordentlich beispielhaft. Als ich diesen Kommentar gelesen habe, das war für mich schon auch nicht so einfach, den zu übertragen auf die Zeit, in der wir jetzt sind. Und ich denke, was uns ganz neu darin anspornt, ist, lass uns im Gebet sein. Lass uns hören, was der Herr von uns möchte. Lass es zu uns sprechen. Das hat jetzt nichts mit Angst, du machst mir Angst oder irgendwie zu tun, sondern das, was wir wollen, ist, dass wir vorbereitet sind, dass wir vorbereitete Herzen haben, dass wir Kraft gewinnen, dass wir Zuversicht in Gott und seine Pläne haben und dass unsere persönliche Beziehung zu Jesus, zu Gott, zu dem Heiligen Geist gestärkt werden muss, dass wir mit Zuversicht und Hoffnung durch diese kommende Zeit gehen. Es wird ab Montag wieder etwas enger, wieder etwas schwieriger werden, und trotzdem müssen wir einen Weg finden, wie wir Gottes Pläne für unser Leben haben und wie wir da durchkommen. Wir haben alle gemerkt, dass wir in der Welt keine Hilfe oder Antwort erwarten können. Ich habe von Rick Joyner ein Buch gelesen, das heißt Das Heer der Morgenröte, und er schreibt zu diesem Thema: Wenn wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen und kompromisslos für die Wahrheit einstehen, wird der Herr unsere persönlichen Kämpfe ausfechten. Und er verliert niemals einen Kampf. Wir werden nicht frei von persönlichen Problemen sein, aber alle, die gelernt haben, die Kämpfe geistlich anzugehen, werden den starken Arm des Herrn erleben. So, und so kommt es auch in dem Buch Esther dann letztlich zu dieser Auflösung. Esther findet Gnade in den Augen des Königs, und gleichzeitig hörst du dann auch von Hammans bösen Plänen. Du kannst das alles nochmal nach und nach nachlesen, denn er lässt sich, also das, da kannst du fast ein bisschen drüber schmunzeln, wie er sich vorstellt, geehrt zu werden vom König und quasi sein eigenes Grab gräbt. So, wer anderen eine Grube gräbt, der fällt selbst hinein. Und dazu kommt es, und Haman wird letztendlich als der große Verlierer dastehen. Er wird letztendlich aufgehangen. Der Galgen, den er für Mordechai dachte, der wird für ihn der letzte Gang sein. Schritt für Schritt werden Hamans Pläne zunichte, und
dieses geniale Buch, dieses Zeugnis, dieses Ereignis, dass Gott über die menschlichen Pläne und Machenschaften, dass Gott über die Pläne der Bosheit, über diese Fürstentümerpläne, über diese, diese Pläne von Menschen mit verkommenem Sinn, dass der Herr über sie regiert. Er ist dem nicht ausgeliefert. Seine Pläne kommen zustande. Und ich glaube, dass ein Fenster der Gnade für uns heute möglich ist. Ich glaube, dass Gott ein Fenster der Gnade öffnen will, dass Menschen tatsächlich in sein Reich kommen. Ich glaube, es hat schon angefangen, dass diese Sinnkrise, von der das prophetische Wort gesprochen hat, dass diese Sinnkrise jetzt schon in manchen Menschen anfängt, und wir möchten Leute sein, die dafür beten, dass Leute hinzugetan werden, in eine Ernsthaftigkeit mit dem Herrn zu leben, in ein hingegebenes Leben mit ihm hineinzukommen. Und ja, wir sind tatsächlich positionierte Leute für eine Zeit wie diese. Er traut dir und mir zu, dass wir einen Unterschied machen und dass wir Position beziehen und dass wir im Gebet aufstehen und die Dinge angehen, dass wir nicht ausweichen. Esther hätte ausweichen können, aber ob sie durchgekommen wäre, das ist noch die große Frage. Wir wollen nicht den Befürchtungen hinterherjagen, sondern den Plänen und Absichten Gottes. Wir beten und wir sprechen hinein in das Volk Gottes. Wir sprechen Stärke in das Volk Gottes. Das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen. Wir sind nicht die Schwächlinge und die kleinen Himpfi-Pimpfis, sondern wir sind die Leute, die gesetzt sind für eine Zeit wie diese. Wir sind in der Lage, an Stärke und Zuversicht zu gewinnen. Und wir proklamieren, dass der Geist der Wahrheit und des Flehens in den Kindern Gottes aufsteht. Dass der Heilige Geist der Wahrheit und des Flehens, der in uns ausgegossen ist, dass er hervorkommt, dass er hell leuchtet in uns. Wir proklamieren, dass wir aufstehen mit Gebet, in Flehen und Danksagung, dass der Friede Gottes in uns und über uns regiert. Wir proklamieren, dass wir offene Türen finden werden. Türen, die niemand schließen kann. Türen werden geschlossen vom Herrn, die niemand öffnen kann. Wir kommen durch. Wir proklamieren, dass die satanischen Systeme, die das Volk Gottes auszurotten gedenken, die gestoppt werden in dem Namen Jesus. Wir proklamieren, dass wir unsere Position geboren für eine Zeit wie diese, dass wir diese Position der Herrschaft im Gebet einnehmen. Wir proklamieren ein neues Feuer in uns. Lass uns nicht in den Befürchtungen untergehen. Lass uns nicht in den schlechten Erwartungen ruhen und immer da drin rummachen und irgendwas, sondern lass uns ein neues Feuer in uns anfachen. Wir proklamieren keine Furcht, noch irgendwelche Befürchtungen finden in unseren Herzen Raum, sondern der unerschütterliche Glaube an unseren Gott, an unseren Retter, an Jesus Christus. Er behält den ersten Platz. Der Herr ist unsere Zuflucht. Wir proklamieren, dass wir die Dinge des Heiligen Geistes hören, dass wir sie lernen, dass wir sie aktivieren, dass wir um sie beten, damit sich Situationen in unserem Leben verändern. Wir müssen die Leute sein, die die Dinge verändern durch Gebet. Manche Dinge kannst du im Natürlichen nicht unbedingt verändern, aber Gebet macht eine Straße, dass der Herr diese Dinge verändert. Wir sagen, dass wir uns nicht zurückziehen, sondern für Gott zur Verfügung stehen wollen, dass wir uns selbst hingeben wollen, dass seine Pläne und Absichten hervorkommen. Ich will schließen mit einem Zitat aus diesem Buch von Rick Joyner. Wir, die Menschen, die mit Jesus leben, glauben seiner Verheißung, uns stets in seinem Triumphzug zu führen. Deshalb sind sie auch bereit, Schwierigkeiten durchzustehen, weil wir wissen, dass uns alles zum Besten dienen muss. Uns ist gesagt, dass die ganze Welt in der Macht des Bösen liegt. Das bedeutet, dass wir mit unserer Geburt hinter den feindlichen Linien abgesetzt wurden. Wir sind unaufhörlich vom Feind umringt. Nur wenn wir kämpfen,
können wir uns aus dieser Lage befreien. Lasst uns akzeptieren, dass wir auf dieser Erde sind, um den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Wir müssen entschlossen sein, diesen Kampf zu kämpfen, was die größte Ehre ist, die uns in dieser Schöpfung zuteil werden kann. Lasst uns mit Exzellenz und mit Entschlossenheit kämpfen und die Kämpfe kämpfen, die unseres Königs würdig sind. Und das wünsche ich, das beten wir für euch, für alle, die im Gotteshaus Livestream sind, für alle, die noch dazugekommen sind. Wir beten, dass wir mit Entschlossenheit, mit wirklichem Mut, der von Gott kommt, der von oben kommt, dass wir aufstehen, vorwärts gehen und geboren für eine Zeit wie diese wirklich, wirklich umsetzen. Amen. Halleluja, gewaltig. Okay. Sehr schön. Beten für wir? Eine Zeit wie diese. Genau. Ja, wir alle sind ja, ja, wie wir sind, in diese Zeit hineingeboren. Und das ist kein Zufall. Ja. Das ist nicht irgendwie, genau, wie du gesagt hast, diese eine junge Frau, die dir gesagt hat, warum bin ich in diese elende, bekloppte Zeit geboren. Ja. Nein, der Herr hat uns hineingesetzt in diese Zeit mit einer Absicht. Wir sind alle für diese Zeit geboren. Ja. Jawohl. Und ich glaube, dass er uns wirklich das zutraut. Er traut es dir zu und mir zu, dass wir da durchgehen, dass wir an Kraft zunehmen und dass wir wirklich mit Entschlossenheit und Exzellenz, das hat mir gut gefallen, dass wir mit Entschlossenheit und Exzellenz für unseren Gott kämpfen, durchgehen, wie auch immer der Herr uns das vermittelt. Das kann ganz unterschiedlich sein für jeden von uns, aber wir werden weitergehen. Ja, dann mach da mal ein Gebet draus. Ja, genau. Vater im Himmel, ich danke dir für dein geniales Wort. Ich danke dir für die Beispiele, die du uns in der Bibel beschrieben hast, die du uns an die Hand gegeben hast, die uns ermutigen, die uns den Blick zu dir öffnen, als dem Versorger, als dem, der den Weg bereitet, der unsere Kämpfe mit dabei ist, unsere Kämpfe zu führen, der selbst Kämpfe für uns führt und wir schauen zu, der an unserer Seite ist, der seine Hand auf uns hält. Und Herr, wir danken dir. Eröffne das jedem von uns, dieses Verständnis und diese, im Grunde genommen, diese Dankbarkeit. Ja, ich bin geboren für eine Zeit wie diese. Ich bin nicht geboren vor 100 Jahren. Ich bin nicht geboren, als alle möglichen Sachen anders waren, sondern ich bin geboren für eine Zeit wie diese. Und Herr, ich bete um Offenbarung durch deinen Heiligen Geist, dass wir die Aufträge, die du für uns hast, dass wir sie wahrnehmen, dass wir sie erkennen, dass wir sie hören. Du lässt uns nicht unwissend, sondern du wirst uns Weisheit geben und Verständnis. Halleluja. Und dafür ehren und preisen wir dich. Yes. Wir wollen exzellent sein und mit Entschlossenheit vorwärts gehen in dieser Zeit wie diese. Amen.